Wir sehen hier eine Steel Drum, wie sie auf Trinidad gebaut wird. Im Grunde genommen ein abgeschnittenes Ölfass, dann durch einen langen Prozess des immer wieder heiß machens mit dem Hammer ausgedellt, Dengel nennt man das, hier Löcher eingebracht, von unten nochmal gegengeschlagen, um Töne zu erzeugen. Diese Flächen geben nachher die Töne ab. Schlage ich außerhalb der Fläche, klingt der Ton metallisch. Schlage ich innerhalb der Flächen, Glocken ähnlich. Ich werde jetzt die Steel Drum im Zusammenhang spielen.